Liebes, was mich süchtig macht. So wie du dich bewegst, es ist Wahnsinn. Oh, geht's mir mal nicht gut, bist du für mich da? Du machst meine schönsten Träume wahr. Es ist wie Magie, was ich bei dir spür. Ich denk immer noch an dich, das ist Wahnsinn. Oh, du bist so unendlich zärtlich, lass mich voll auf dich ein. Zwischen uns kann nur Liebe sein. Oh, oh. Alpenpower Heideland, herzlichen Dank, ein Applaus von den Fans, die sich hier schon in Scharen zusammentun. Beat, jetzt sag du mir zuerst einmal, was ist das Geheimnis von volkstümlichem Schlager? Einmal gehört beim Soundcheck, jetzt wieder bei euch. Und ich habe schon mitschunkeln, ist das wegen meiner Kindheit, die mit Schlager verlaufen ist? Oder ist das wirklich das Geheimnis von eurer Musik, die geht einfach sofort ins Ohr? Das ist genau richtig. Es ist wirklich so, wir machen Musik aus Herz, mit Leib und Seele. Und das geben wir auch so über. Und könntest du bitte noch mal anfangen zu singen, weil wo du gesungen hast, wie die Sonne lacht, ist sie gekommen, jetzt geht sie wieder unter einer Wolke. Das behalten wir für uns. Das behalten wir. Habt ihr im Normalfall, wenn ihr auftretet, Wetterglück oder sind ihr auch schon grauenhaft verschifft worden, so wie mir gehst? Nein, also muss ich sagen, seit wir so zusammen sind in dieser Besetzung, hat Jürgli immer Zünneli für uns gelacht. Also dann kann man ja engagieren, wenn man Wetterglück muss haben bei einem Anlass. Ohne Gewehr. Ohne Gewehr, gut. Dann halt mit Pistolen. Das ist ja, völlig in Ordnung. Jetzt müssen wir aber auch noch wissen, seit 20 Jahren stehst du auf der Bühne und singst, machst Musik. Ja. Bist du mit einem Haufen Namen unterwegs in Sachen Schlager oder volkstümlichem Schlager, wo man weit oben kennt, nicht nur in der Schweiz. Was ist für dich das absolute Highlight gewesen, mit wem unterwegs zu sein? Oh, also sicher einer von denen ist ein namhafter Mann, ist halt der Bernhard Brink. Ist für mich eigentlich ein Mann, der zur Musik steht, das dem Publikum weitergibt und ist für uns als Jungen, du mal als Jüngeren, Mann eigentlich sehr eindrücklich gewesen. Also eine richtige Erfahrung, die ja, wir profitieren können. Richtig. Jetzt muss ich aber schon noch deine Kollegen auch noch etwas fragen und da gehe ich jetzt gerade zum Thomas. Thomas, der Beat kann man zum Beispiel auch, wenn man zu wenig Budget hat, für alle drei einzeln buchen. Weint dann da das Herz, wenn jemand daheim bleibt? Oder sagt man, du bist froh, wenn ich mal eine Woche nicht daheim habe und der Beat soll da selber verstarren? Nein, das liegt natürlich daran. Der Beat war vor der Zeit von unserem Trio natürlich als Alleinunterhalter auf Weg, auf Tour. Und durch das hat er natürlich immer noch Engagement, Folgeaufträge als Alleinunterhalter. Aber das Ziel ist natürlich schon, dass wir zu dritt als Trio auf der Bühne stehen und Stimmung machen. Darum sind wir auch zu dritt bei uns so da gewesen. Und darum gehe ich gerade noch zu deinem Kollegen. Danke mal, Thomas. Der Oli, der neueste im Bund, gell? Der Oli, richtig, du bist der, so genau, ja. Der Jüngste also, oder nur der Neueste, Oli? Ich würde sagen, der Neueste. Der Jüngste nur ganz, aber der Neueste auf jeden Fall. Ja. Wir spielen jetzt seit einem Jahr in dieser Besetzung und macht viel Spass. Ja. Hast du gerade im Kopf, wenn ihr das nächste Mal einen größeren Live-Auftritt habt, wo wir euch, es sind viele auch Hochzeiten und geschlossene, alles, ja, wo kann man das nächste Mal wir lassen? Wir haben viel geschlossene Veranstaltungen, aber das nächste Mal in Sargans.
am Samstag in Wiestan. Ja. Samstag in Wiestan. Und jetzt noch die grosse Frage, und da gehe ich jetzt einfach wieder zum Beat. Danke mal, Oli. Wo wir müssen noch an Marco Weiss stellen, so Tourismusdirektor Heidiland, Alpenpower Heidiland. Ist das Heidiland offiziell okay? Was